Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe hier bereits einen Fall geladen, bei dem ich eigentlich die erste Frage habe, die auch direkt im Titel steht. Und zwar, was würdet ihr dem Knilch hier drücken? Bro, ich wusste nicht, dass du so am Chillen bist, ja? Ja, also wir haben Ähmchen hier. Man sieht schon, die Jungs sind etwas genervt. Also er vor allem, er will getötet werden. Sie stehen hier rum, also sie werden gerade umgepimmelt. Hart umgecheatet. Der eine macht wohl voll mit. Es sieht zumindest so aus, als wenn er voll mitmachen würde. Und bei ihm ist es gleich ähnlich. Aber, er macht überhaupt nichts. Wir gucken uns noch einen Fall an, keine Sorge. Es geht heute noch ein bisschen weiter. Aber bei dem hier jetzt zum Beispiel, er ist ja eindeutig mit Absicht auf den Boden gucken. Er tasert ein bisschen rum. Aber ich, also so wie er da rumhampelt, macht er die anderen ja nur nach, oder? Er schießt und dreht dabei die Maus, guckt auf den Boden, macht einfach nur Spaß. Ne? Ihn fuckt das ab, dass er... Oder dreht er sich in die Richtung der Gegner? Ich muss mal ein bisschen hinspulen. Die kommen halt gar nicht zu ihm hin. Also eine Sache kann ich euch schon mal sagen. Er macht keinen einzigen Kill. Das sind die Gegner. Und er, also es gelingt ihm nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hier anhat, sondern dass er einfach nur eben reinschlüsselt. Man sieht ja auch, wie er so nach unten schaut. Obwohl, das Gezappel schon sehr... Nee, er geht mit der Maus einfach so komplett, während er schießt. Dreht immer so, zack. Weil da geht kein Hit rein. Kein einziger. Oder es ist ein ultra schlecht eingestellter, was weiß ich, Aimbot. Mit komplett krepelig. Das macht er doch mit der Hand. Easy peasy macht er das mit der Hand. Der Affe. Ja, also ich denke, er hat einfach hier komplett die Lust verloren und scheißt es halt gemütlich mit rein. Wie gesagt, er wird keinen einzigen Kill bis zum Ende der Runde machen. Er guckt einfach durchgehend aufs Board auf den Boden, wackelt rum und macht eigentlich nichts. So, und da ist auch schon fertig. Was würdet ihr ihm jetzt in dem Fall drücken? Also Aim Assist? Nein. Vision Assist? Nein. Other? Nein. Jetzt wäre natürlich die Frage, man könnte jetzt argumentieren, der spielt ja nicht richtig, der kackt ja am Spawn rum, also Griefing, aber unter diesen Umständen, ja, würde ja wohl wahrscheinlich jeder halt rein griefen. Ich meine, man trägt ja sowieso auf die Fresse, man wird komplett überfahren, was soll man machen? Also ich würde ihm in dem Fall überhaupt nichts drücken. Und das mache ich jetzt auch. Dennoch frage ich euch natürlich, findet ihr das gut, dass ich ihm jetzt nichts drücke? Oder sagt ihr, naja, man konnte ja nicht gut genug sehen, ob er nicht vielleicht doch irgendwie was gemacht hätte. Hätte er die Chance dazu gehabt, aber da eben, als er bei 4A halt rumgehampelt ist, da wäre ein, zwei Mal, hätte er eigentlich einen Schuss reingehen müssen. Hätte er wirklich auf die Gegner geschossen, aber er hat halt einfach nur auf den Boden geballert. Es ist ja auch immer wieder in den Boden reingeschossen. Also ich sag, der hat hier nichts gehabt und war einfach nur abgefuckt von seinen Mates wie auch Gegnern. Also bei den Mates war mindestens einer dabei, der auch ein bisschen reingeschissen hat. Wir warten mal kurz auf den nächsten Fall. Ich hoffe doch, dass wir jetzt noch einen etwas gehaltvolleren Fall haben werden. Das sieht mittelprächtig aus. Also allzu viel will ich hier von jetzt, will ich jetzt nicht erwarten, aber vielleicht, nur vielleicht, ist es kein Office. Bitte. Ha! Nuke! Gut, bei Nuke kann ja eigentlich gar nicht so viel schief gehen, ne? Wir gucken mal. Ah, sehr gut. Jemand, der gerade, also nicht wirklich gerade ausguckt, das Fadenkreuz ist doch etwas aktiv, aber nur so 50%. Alles Chili Vanilli. Jetzt gucken wir mal, ob er hier... Ja, okay, aha. Ein schöner Shot ins Gesicht, sowas könnte man mal machen, aber ich würde bereits jetzt schon sagen, da ist doch ein gewisser Visionsassist mit im Gepäck. Er ballert hier mit Absicht so ein bisschen daneben, um darauf zu hoffen, dass halt der Gegner da doch reinrennt und er ihn da durchlassen kann. Also Ahnung hat er auf jeden Fall, diese kleine stinkende Ratte. Aber hat er auch mehr? War der erste Shot vielleicht sogar Richtung Aim Assist gehen? Wir spulen ein Stückchen, bis sie sich wieder sehen. So, Hayabina. Der erste ging schön in die Fresse, aber auch da würde ich jetzt noch sagen, gut, mit dem Vision Assist hätte ich das auch machen können, ne? Weil ich ja genau weiß, wann sie da schlussendlich durchbrechen. Pass mal auf. Manch einer sagt übrigens, ich soll auch mal so ein bisschen auf Zeitlupe gehen oder zumindest auf die Hälfte der Zeit gehen, weil man da dann doch etwas mehr erkennen würde in Richtung Aim Assist. Wir lassen jetzt mal diese Begegnung mit halber Geschwindigkeit ablaufen. Da rennt ihm auch der Mate vorne rum. Vielleicht hätte er gerade eben in die beiden reingeschossen. Das sieht so dumm aus, was er da treibt. Gut, ja, also hier in dem Fall, naja, hoppala. Nicht doppelt so schnell, ich Affe. Jetzt in diesem Fall bei Seal sah es tatsächlich ein bisschen so aus. Ein bisschen. Als hätte er auch eine Aim-Unterstützung. Wiederum andere haben mir aber, das ist schon Jahre lang her, okay, haben mir gesagt, dass gerade der Zeitlupen-Modus gar nicht so gut sei. Wurde mir damals gesagt.
um in Richtung Aim Assist gehen zu können, weil gerade da eben manche Shots ganz, ganz merkwürdig aussehen. Wenn man normale Shots in der Verlangsamung sieht, dann könnten die da mitunter auch komisch wirken. Aber ja, das sind jetzt zwei Aussagen, die sich hier gegenüberstehen. Ich bin mir bei beidem nicht so sicher. Also natürlich kann einem bei der normalen Geschwindigkeit auch was durch die Lappen gehen. Irgendein spezieller Move oder sowas. Auf der anderen Seite kann eben, wenn die Zeit merkwürdig ist, auch ein normaler Shot komisch aussehen, wie zum Beispiel, jeder kennt es, am runden Ende. Wenn es ans Ende der ersten Hälfte geht und da dann ein ziemlicher Flick oder halt irgendwie ein Shot gemacht wird, wo man auf jemanden draufzieht, aber im Normalfall noch weiter darüber hinausgezogen wäre, ihn aber halt trotzdem trifft, dann sieht es halt mit diesem punktuellen bup, bup, so aus, als würde man voll einlocken. Obwohl man noch weiterziehen würde, aber die Zeit ist halt dann zu Ende und es freest einfach kurz. Und dann haben wir schon öfter so Sachen gehabt im Stream, so, oh, 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 damals zumindest noch im Matchmaking, dass die Sachen halt irgendwie wild waren oder so. Aber das ist jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Aber Manipulationen an der Zeit können natürlich dafür sorgen, dass was halt besonders crank aussieht. Wir gehen jetzt hier trotzdem nochmal auf die Hälfte. Er war selbst mitten in der Bewegung und auch der Gegner war in der Bewegung und der rotzt da voll rein. Also ja, ich würde jetzt langsam doch auf Vision Aim Assist auch tippen, noch hinzukommen zu seinem Visionieren, zu seinem visionären Denken, so. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich einfach noch... er bleibt kurz stehen, Affe. Dachte, jetzt dreht er gleich rein. Wir gehen nochmal auf eine kleine, aber feine Zeitverschiebung. Und jetzt gehen wir gleich auf ein Viertel der Zeit. Pass mal auf. Gut, hier oben kann er jetzt halt irgendwie... Also wenn er nicht dreist durch die Dinger schießen will... Oh, komm schon. Ich will noch einmal volle Lotte reinglotzen. Kleines Äffchen. Ich habe damit schon jahrzehntelang nicht mehr gespielt mit der Zeit im Overwatch. Seitdem mir das gesagt wurde, dass es eigentlich nicht gut wäre, das zu nutzen. Na komm, gönn dir einen. Oben ist einer. Achtung jetzt. Na? Er hat ihn noch gehittet. Er hat ihn noch ordentlich durch die Ding gehittet. Habt ihr das gesehen? Ja, also Vision Aim Assist würde ich auch noch hinzukommt. Ja, anfügen. Jetzt macht er bestimmt gleich den Deckel drauf. Das sollten jetzt schon die 7 oder 8 Runden sein, die man eben so hat. Ich würde gerne mal so einen ganz frechen... Oh, ja, die Mates ballern den Knilch komplett durch alle Wände durch an. Also da war einiges mehr im Pool an Cheats. Ja, hier in dem Fall dann Aim Assist und auch Vision Assist. Ada habe ich jetzt nichts mitbekommen, Griefer auch nichts. Und weg mit dem ekelhaften Kick. Sodele, meine Damen und Herren. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, was ich, oder auch vielmehr gezeigt habe, was ich im Knilch gedrückt habe, haut gerne in die Kommentare, was ihr ihm da gedrückt hättet und ob ihr das gut fandet, was ich da gemacht habe. Und auch natürlich gerne hier am zweiten, aber ich denke, da war es ziemlich offensichtlich, dass dann halt doch beides am Start war, nicht nur Vision Assist. Und natürlich gibt es für euch jetzt auch noch ein kleines Giveaway, mal wieder, für die, die schön mit rein kommentieren. Und zwar gibt es, heute gibt es dann einmal diese Glock 18 Sacrifice, sowie folgenden Sticker, den man sich ergattern kann. Shazam, den Fate Lethal Sticker. Diese beiden Sachen kann man gewinnen, wenn man zu folgendem Thema eine kleine Meinung in den Kommentaren präsentiert. Wie findet ihr es, dass man im Stream die Bubble Dollar, unsere Streamwährung, sammeln muss oder kann, um dann an Giveaways teilzunehmen? Findet ihr so eine Regelung gut oder sagt ihr, naja, nee, finde ich nicht gut? Einfach rein in die Kommentare und derjenige, der eben da hier mitkommentiert oder alle, die da mitkommentieren, haben die Chance, das kleine Giveaway hier zu gewinnen. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Haut da rein, wir sehen uns in den Kommentaren oder im nächsten Livestream. Macht es gut und bis dann. Ciao, ciao! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.